Was ist alles krank und schlimm? Einfach nur krank. Ja. Jetzt tun wir so, als wäre nichts gewesen. Als hätte er nicht gerade seinen Onkel getötet. Klar. Da macht man doch jetzt nicht einfach so weiter. Das ist absolut furchtbar und unverhältnismäßig, ey. Hier ist noch eine Merlinsprüfung, die ich scheinbar irgendwie übersehen habe. Ich bin sprachlos, wirklich. Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Ja, es ist alles okay. Was ist auch mit unserem Hauptcharakter los, ey? Das war der Todesfluch. Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Aber wir tun so, als wäre nichts gewesen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das keine Konsequenzen haben kann. Für Sebastian. Ich sehe mich definitiv nicht in irgendeiner Schule oder so. Müsste noch eine Statue sein. Zum Reparieren. Ah. Hä? Reparo. Damit wäre das erledigt. Schön, schön. Wir verfolgen einfach mal den Auftrag, aber kann gut sein, dass uns noch was dazwischen kommt. Wie ein verrückt gewordener Sebastian, der uns dann in der Krypta treffen will und wir tun so, als wäre nichts gewesen. So. Ich denke, das ist noch uninteressant. Hier ist eine Merlinsprüfung, die wir nicht mitgemacht haben. Und dann könnten wir, genau, dann könnten wir den Weg hier nämlich runter. Und den Diricall retten. Er scheint nur nach. Sehr gut, das kriegen wir hin, kein Problem. Mal sehen, was wir noch auf dem Weg entdecken. Ja, stimmt, hier waren auch noch die Luftballons. Die nehme ich auch mit. Mal schauen, wie ich zu der Merlinsprüfung komme. Ach, die ist direkt unter mir. Okay. Ah ja. Diese Besenverbesserungen, die bringen aber auch wirklich was. Scheint es ein bisschen einfacher zu machen. Okay, hier ist auch eine.
Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Mhm. Könnte das da der letzte Sumpfwasser sein, der uns noch fehlt? Komm, Gringo! Lass ich meinen ganzen Frust raus hier. Revelio. Okay. Campringo. Mir fehlt doch noch einer, oder? Sehr gut. Oh, okay, ja, treu brauche ich tatsächlich auch. Das ist also ganz passend eigentlich. Hey, Trollo. Eine Trollhöhle oder was? Was ist da los? Oh, scheiße, falschen Knopf gedrückt. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. So wollte ich machen. Okay. Trollversteck. Ja, vielleicht finden wir da noch mehr Trolle. Müssen wir gleich mal schauen. Hä? Hallo? Revelio. Traurig. Schon keiner mehr zu wohnen. Elia, jemand hat sich an meinen Habseligkeiten zu schaffen gemacht. Es fing mit kleinen Streichen an. Ein beißender Türknauf, Kobold in meinem Schrank, solche Sachen. Das meiste war harmlos. Zumindest dachte ich das, bis ich den Kessel anheizen wollte... und mich in Cumbria wiederfand. Cumbria, verdammte Portschlüsseln. Streiche sind eine Sache, aber jeder weiß, wie gefährlich es ist, mit Portschlüsseln zu spielen. Offensichtlich sind die Absichten meines Panikers finsterer, als ich ursprünglich angenommen hatte. Ich muss nun das Ministerium bitten, das Haus auf Flüche zu untersuchen, was einige Tage dauern kann. Ich werde für eine Weile umziehen müssen. Darf ich bei Ihnen bleiben? Es geht nur um mich und meine treuen Kessel, Hubert. Oh. Hat das was jetzt hiermit zu tun? Bist du Hubert? Was ist das für ein Auftrag? Oh, nein. Sebastian will sich in der Krypta treffen. Ich habe die Post gar nicht bekommen. Kommt vielleicht noch? Revelio! Okay, keine postalische Nachricht von ihm. Wir müssen hier irgendwie rüber.
Ah, ja, und dann hinter dem Wasserfall ist dieses Grab des Verrats, wo ich halt noch nicht reingehen werde. Dann abwarten, ob wir dazu noch vielleicht eine Quest bekommen. Okay. Oh Gott. Wie soll ich das denn machen? Darf ich das mit einem Sprung? Überhaupt da drauf? Wird doch relativ weit. Okay, ich denke, ich fliege da drauf. Das wird sehr weit. Okay. Absteigen kann ich jetzt nicht, oder was? Das ist... Okay. Das ist ein bisschen weird. Sehr weird. Nein. Oh Gott. Bitte auf. Ich könnte das Feuer hier schon mal mitnehmen. Schwer zu sagen, was mich da drin erwartet. Ja, wie gesagt, ich denke, der Punkt dafür ist noch nicht gekommen, um da reinzugehen. So. Schauen wir mal weiter auf die Karte. Ja, ich denke, wir machen das hier schon zumindest bis dahin. Vogel einfangen, das machen wir, bevor wir zu Sebastian gehen. Mondkalbbar, Schlosspolzer, ja, da wird wohl noch was sein. Trollversteck, gucken wir mal, ob wir noch mehr Trolle finden. Oh, los! Oh. War wohl nur der eine Trollo. Revelio! Na gut. Ja gut, erstmal den Weg entlang. Scheint halt noch irgendwas zu sein. Hier sind irgendwelche Schienen. Holy shit! Was ist denn hier los? Es geht ab. Oh. Ich glaube, die Spinnen haben gewonnen. Spinnen haben gewonnen. Okay. Konnte ich ja nicht wissen, dass hier sowas passiert. Weiß jetzt nicht, wo das letzte ist.
Menü. Kann ja eigentlich nicht so weit weg sein. Hallo. Rebellion. Das ist eine Quest. Oh, komm, jetzt sag mir doch, wo. Da unten? Lumos. Unten. Was soll denn das? Dann schauen wir doch mal, wem wir mit was helfen können. Da oben. Ach komm. Ja, das sind auf jeden Fall irgendwie Gegner. Menü. Wie soll ich denn da reden, wenn da... In den meisten Läden in Hogsmeade kennt man mich. Leider. Ja, ich kann aber nicht mit dir reden, wenn da Typen alle sind, oder? Das ist was. Okay. Ich habe schon lange kein Einhorn mehr getötet. Henriettas Karte. Oh. Ein Schatz, ein Versteck, irgendwas. Wo auch immer Henrietta ist. Ah ja. Gut, ich denke, das kriegen wir hin. Der Ort auf der Karte ist nicht weit von hier entfernt. Das stimmt. Hippogreif markiert die Stelle. Jetzt markiert die Stelle. Okay, Leute. Bei euch ist aber ein berüchtigter Gegner dabei. Das interessiert mich natürlich. Wo ist diese Kiste? Die mir angezeigt wird. Guck genau zu mir, ne? Lügen und Betrügen. Keiner ist mächtiger als die Rockwoods. Ja, Rockwood, Rockwood. Was war? Okay, wäre auch zu schön gewesen. Wo der Gegner kommt. Wunderbar. Wen habe ich denn gezaubert gerade? Okay. Es wird wirklich unterhaltsam. Da auf. Schön mit dem Sack ins Gesicht hier. Was? Wer hat Probleme? Kann ich auch. Wenn du unten bist. Okay, kriegen wir hin. Hier sollte ich mich lieber nicht allein erwischen lassen. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Aha. Da drin irgendwie. Auf den Horn.
Ja, das tut mir echt leid für dich. Dass das mit deiner Wette nicht geklappt hat. Ach so. Kann ich nicht tragen. Ja, jetzt sind wir doch beim Schloss hier gelandet. Wie kommen wir dort am besten jetzt hinein? Ist hier irgendwo eine Kiste? Da ist die, okay. Ich denke, ich muss unten rein. Du hast unsere Pläne mit dieser Frau gekreuzt, oder? Diese Merlin. Nicht gut in die Angelegenheit. Ihr wisst doch gar nicht, wo ich bin. Ganz ruhig. Revelio. Jona Morgan. Ja gut. Wahrscheinlich auch einfach nur eine wilderer Rookwood-Frau oder was. Oder Erschwinderin. Hallo. Wieso kann ich nicht... Es ist zu einfach. Wehe, das war's in Merlin. Ich habe dich nur verlassen. Schade. Irgendwas geht hier vor. Sind sie? Da oben. Okay. Lass das selber. Oh, aua, 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 aua. Na, auf. Mach das nicht. Das ist zu fett, um zu fliegen, oder was? Der ist auch tot. Ja. Ist gut jetzt. Komm mal runter da. Okay. Revelio. Banditenlager leergeräumt. Oh nein, hier sollte ich vielleicht nicht allein aufschlagen. War kein Problem. Mal schauen, ob hier was Interessantes ist. Da ist noch ein Typi. Da irgendwie noch eine Kiste. Ich weiß nicht, wie ich da genau dran komme. Hier lang. Revelio. War ab. Okay. Oh. Hallo, der Herr. Revelio. Das war doch schön. Gut. In der Henriettas Schatz. Sie sagte, es ist nicht weit von hier. Da ist noch ein Schatzgewölbe auf dem Weg runter. Ich guck noch mal in die Karte jetzt hier. Wo ist das? Hier ist es, okay. Ich meine, es wird nicht das Schloss sein, oder?
soll hier so bei so einem See Baum von Entenkopf oder so. Der See hat Entenkopfform. Schließt dann hier an. Das könnte... Wenn ich jetzt drehen könnte, aber ich kann es nicht drehen. Aber dann könnte es tatsächlich hier der Punkt sein. Hier. Irgendwie. Oder? Es könnte auch hier sein, theoretisch. Das scheint aber hier... Also hier scheint auch mehr zu sein. Ja, ich denke, es ist hier. Ja, das, da ist das. Okay, da unten. Gut. Dann gehen wir mal weiter runter Richtung hier dem Auftrag. Glaube ich, ist bei den Kampfleistungen nur noch Straßenköter, Rolle und Dingsbums. Berüchtigte Gegner. Was ist das eigentlich? Muss ich mir gleich auch mal anschauen. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Meistens nicht. Höchstens für meine mentale Gesundheit. Revelio. Aber nein, hier ist einfach nur die Kiste. Also kein Problem. Schon Merlinsprüfungen. Aber was ist das? Ist das ein Banditenlager? Ja. Natürlich. Kann man allerhand Unheil stiften. Allerhand Unheil. Bin dabei. Hi. Wieso? Ein Tierwesen. Wieso haben sie mich bemerkt? Vielleicht wachsen mir ein paar schöne Blumen. Das war gruselig, oder? So. Ich mach mal Feuer. Ist das gerade verschwunden, bevor ich das einsammeln konnte? Das ist eine Schweinerei. Fokus der Altmagie 3. Cool. Sehr cool. Was ist das?
Noch eine Merlinsprüfung. Sehr gut möglich. Oben aber auch.